das Rote Kreuz, ich meine, es war das Rote Kreuz, die haben ja auch immer in Auschwitz inspiziert und die haben ja eine sehr moderne Klinik da festgestellt. Und um die Kranken wurde sich sehr bekümmert, damit sie möglichst schnell wieder gesund wurden. Man kann doch nicht erwähnen, was es nicht gab. Warum wollen Sie denn festhalten an den Gaskammern? Das hängt doch auch damit zusammen, dass man mit Zyklon B das überhaupt nicht machen kann. Das geht nicht. Wenn Sie die Bilder sehen, die sehen doch ganz normal aus. Aber wo kommen diese Bilder? Ach, kennen Sie nicht die Leichenberge von unseren zerstörten Städten? Von Hamburg, von Pforzheim, von Hildesheim, von Dresden. Die wurden dahin gebracht. Braucht man doch gar nicht dahin zu bringen. Man macht die Leichenberge, nimmt man auf und... Sie kennen doch das Zusammenstückeln von Bildern. Das ist doch gar keine Kunst. Wirklich, also ich habe ja alle gefragt. Kein einziger konnte mir sagen, wo die 6 Millionen umgebracht sind. Und dann muss man doch den Mut haben zu sagen, es war eine Lüge. Wir sind eins. ARD.